Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Grand Stream Saga. Heute, mehr hiervon. Bist du der Priester oder bist du? Hi. Ich fühle mich ganz komisch, alles dreht sich. Übrigens, gestern Nacht machte ich meinen üblichen Spaziergang. Plötzlich hatte ich ein seltsames Geräusch, das von der Kirche kam. Aber als ich den Priester fragte, hatte er keine Antwort. Ich finde das verdächtig. Oh Gott. Hallo Fass. Du glaubst, dass in dem Fass irgendetwas sein könnte. Es ist leer. Vielleicht sei er jetzt wieder da. Aber es kam aus der Kirche Geräusch, ne? Na, nochmal gucken. Das ist bestimmt wieder so ein typisches Spiel. Hey, red mit NPC XYZ und irgendwas passiert. Ja, ich wusste es. Aha, aha, aha. Wer ist da? Es ist schon sehr spät. Bist du das, Eon? Was machst du denn hier? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich habe keinen Platz zum Schlafen. Ich würde gerne auf einer Bank pennen. Ich hatte gehofft, dass ich heute Nacht hier schlafen kann. Die Tore Aronas sind bereits verriegelt. Aber so also gut, aber nur für heute Nacht. Vielen Dank. Es muss der Wille Gottes sein, der dich hierher gebracht hat. Sprich noch ein Gebet, bevor du schlafen gehst. Ja, ich hatte einen ganz schön aufregenden Tag. Ich habe diesen wunderschönen Juwel gefunden und... Oh mein Gott, könnte dies der Windjuwel sein? Wo hast du denn her? Was ist mit Arcia? Ah, da fällt mir gerade etwas ein. Entschuldigung. Was ist hier los? Wo geht er hin? Arcia. Arcia. Das ist der Name. Der Name, den die Stimme auf dem Friedhof der Weisen nannte. Zwischen dem Altar und dem Boden ist eine kleine Lücke. Du überprüfst sorgfältig den Altar. Das ist ein Gang in den Keller. Hm. Ja, dann gehe ich halt in den Keller, wenn der andere da nicht will. Wenn du nicht willst, dann gehe ich in den Keller. So, und von dem, was ich weiß, und das ist das einzige Mal, dass ich den Guide nutzen werde. Wir müssen oder können... bisschen irgendwie nach da, um eine ultimative Waffe zu bekommen irgendwie. Warum das ist, keine Ahnung. Müssen das Pantherauge nutzen. Erkennt Mimics. Du hast ein scharfes Metallstück gefunden. Das Zepter glüht. Das Onimaru ist wiedergefunden. Du hast das Onimaru bekommen. Das... ne, also von 20 auf 250. Onimaru, berühmtes Phantomschwert. Das ultimative Schwert. Das ist die beste Waffe im Spiel. Die ist in der Theorie komplett verpassbar. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es das gibt und dass das das Spiel deutlich angenehmer macht. Also benutzen wir das Ding. Abgesehen davon können wir weitermachen. Da ist etwas auf dem Tisch. Möchtest du es anschauen? Ja. Du nimmst den silbernen Kamm. Okay. Wessen Kamm könnte das sein? Warum ist er im Keller? Und warum liegt hier Stroh? Ich meine, ne? Alles sehr merkwürdig. Da scheint noch eine Haarsträhne im Kamm zu... Oh Gott, das ist wie ein Pervers. Willst du dran schnüffeln? Das Bild eines Mädchens erscheint vor deinem Auge. Das macht's eigentlich auch nicht viel besser. Oh ja. Oh ja, ich kann mir genau vorstellen, wie das Mädchen aussieht. Lecker.
Das klang witzigerweise fast so, als hätte er I see her gesagt, aber das Spiel ist deutsch. Er hat tatsächlich Arcia gesagt. Jetzt muss ich es eigentlich eher aussprechen wie Arcia. Na, ich bleib bei Arcia. Wer bist du? Wer bin ich? Das Mädchen namens Arcia? Gesehen. Gesehen? Was tust du hier drin? Der Windjuwel. Vielleicht bist du... Sag mir die Wahrheit. Suchst du auch die Juwelen? Nicht unbedingt. Nein, du bist Valos Sohn. Du kannst keiner von denen sein. Aber du weißt von Arcias Existenz. Ich sollte dir einige Dinge erklären. Folge mir. Ich hatte im Hinterzimmer ein Mädchen namens Arcia versteckt. Sie ist das Kind eines alten Freundes, der mich bat, mich um sie zu kümmern. Doch neulich wurde sie von der Armee des Imperiums entführt. Ich konnte nichts tun. Sie suchten nach dem Windjuwel, den du jetzt hast. Du hast sicher schon von der Armee des Imperiums gehört, ja, so 2-3 Mal. Sie wollen die Welt erobern. Ich hörte, sie haben auf dem Kontinent Zephyr ihre Zentrale. Dann ist das wahrscheinlich der letzte Kontinent, wo wir hinkommen. Sie muss in einem Gefängnis auf ihrem Schlachtschiff Vengel sein. Das Schicksal muss dich hierher gebracht haben, aber nein. Ich kann dich nicht in eine so gefährliche Situation geraten lassen. Lieber Gott, was soll ich nur tun? Den Jungen schlafen lassen, wie wär's damit? Ja, möchtest du ein Gebet sprechen? Speichern? Möchtest du ein Gebet sprechen? Speichern? Ich habe eine Memory Card auf... Ne, ich spiele das hier auf meiner PS3. Ich habe eine Memory Card, die leer ist. Also, leer genug war. Ich müsste eigentlich wieder eine neue machen. Mein großes Problem, in Anführungszeichen, mit dem Spiel hier wird es halt sein, dass ich natürlich versuche, dann den Part immer an dem Speicherpunkt enden zu lassen. Aber nach 7 Minuten wäre es ein bisschen zu früh. Hallo, Fass. So, ich darf ja augenscheinlich da nicht pennen. Ich darf nicht darunter gehen und wir suchen eigentlich dann entweder Valos oder Arcia, nehme ich an. Ist verriegelt. Tja. Es sei denn, ich hätte eine Parkbank ansprechen können, um da zu pennen oder so. Hallo Eon, das Tor ist nachts verriegelt. Du kommst nicht hinaus. Wie bist du überhaupt zurück in die Stadt gelangt? Du warst schon Teleportationsmagie. Ganz plötzlich sah ich ein helles Licht und dann erschienst du. Ich bin halt der Auserwählte. Hi. Oh, bist du das, Eon? Was ist denn los? Ich schließe gerade. Hier können wir nicht reden. Gehen wir hinein. Okay. Hey, und du siehst unglücklich aus. Was ist denn los? Ich möchte eigentlich an Bord der Vengel gehen. Aber ich weiß nicht wie. Was? An Bord der Vengel gehen? Was für eine verrückte Idee. Genius. Aber da du das Leben meines Sohns gerettet hast, schuld ich dir einen Gefallen. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Die Despot-Piraten werden bald an die Vengel andocken. Wenn du dich in der Fracht versteckst, kommst du auf die Gude. Versteck dich in der Truhe draußen. Ich sorg dafür, dass es klappt. Ja, ein bisschen klein für einen ganzen Eon. Aber... Okay. Mitternacht. Ein Mitglied der Despot-Luftpiraten hat den Gasthof betreten, um Proviant zu holen. Hallo, tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich glaube, wenn ich in dem Stil gezeichnet werden würde, käme ungefähr das da heraus, interessanterweise. Ha. Hallo, Gil. Es ist lange her. Wie läuft das Geschäft? Pah, für Piraten gibt es keine schlechten Zeiten. Was ist mit dem Proviant, wegen dem ich hier bin? Ja, ich habe alles da. Das macht dann 8.345 Juwelen. Edelsteine. Das ist zu teuer. Ich berechne 10% extra, weil du erst so spät in der Nacht kommst. Du bist so habgierig. Hier sind die Edelsteine. Danke.
Geh mit der Kiste da vorsichtig um. Das ist Laramies Spezialbestellung. Was? Für Laramie? Dann bin ich lieber vorsichtig. Danke, dass du mir das gesagt hast. Wenn ich irgendetwas beschädige, bekomme ich mächtig Ärger. Also gut, Jungs, gehen wir. Nächstes Mal bleiben wir länger. Okay, heben wir sie hoch. Ganz vorsichtig. Seid besonders sorgsam damit. Ja. Mit dem Proviant machen sich die Despots auf dem Weg zu ihrem Treffpunkt mit der Vangel. Oder eher Fangel? Naja, Vangel klingt besser. Ich bleib bei Vangel, ist mir egal. Ihr kennt mich ja, Hauptsache ausgesprochen und gut. Da macht man extra für die FMVs mal extra den Ton wieder lauter und es passiert nichts Gesprochenes zumindest. Wubbel, wubbel, wubbel. Slazer? Jesus. Gandor, in welchem Zustand sind die Maschinen? Etwas überhitzt, aber das habe ich unter Kontrolle. Wir nähern uns jedoch dem Limit. Nähern uns dem Limit? Wir sind erst bei 70%. Ja, das heißt, 100% wäre das Limit, also, ne? Ich weiß, die Maschinen müssen unbedingt überholt werden. Siruas wird sich nach dieser Mission darum kümmern. Wieso lassen wir uns plötzlich mit der Armee des Imperiums ein? Sie suchen nach den 4 Juwelen der Kontinente. Sie haben uns gebeten, ihnen bei ihrer Suche zu helfen. Ich verstehe. Es muss eine Menge auf dem Spiel stehen. Bist du deshalb so vorsichtig? Dies ist eine gefährliche Mission. Wir müssen aufpassen. Ja, Sir, ich werde dafür sorgen, dass die Crew das beachtet, Sir. Sir, Sir. Slazer. Alter, Alter, ey. Gandor, denk nicht zu schlecht von mir. Ich kann dir den Grund für mein Verhalten einfach nicht verraten. Warum sind die Juwelen so wichtig für die Armee des Imperiums? Es heißt, sie bergen das Geheimnis der Schwebekraft der Kontinente. Was ist da drin? Das ist echt schwer. Klar, weil du es falsch trägst. Aus der Hüfte, Junge, aus der Hüfte. Ach ja, wenn du nicht so ein Schwächling wärst, müsste ich nicht so hart arbeiten. Wieso trägst du es da nicht allein? Ja, das werde ich dann auch. Hör auf zu meckern und mach dich an die Arbeit. Laramie kann ziemlich ungeduldig werden. Wir werden sehen. Puh. Laramie? Laramie? Sie ist nicht hier. Wir stellen es einfach in ihre Kabine. Ich will es nicht ewig mit mir herumschleppen. Okay, hau ruck. Einfach rein da. Erledigt. Auf geht's, bevor Gandor uns vermisst. Secret Agent Aeon ist angekommen. Oh, diesmal aber. Wo bin ich? Hä? Wer bist du und was tust du in Laramies Kabine? Was für ein Vogel bist du denn? Ich bin kein Vogel, ich bin Cookie das Geistertier, pass bloß auf! Hä? Netter Versuch, aber ich hoffe, dir ist klar, dass ich Seife in den Augen hatte. Du hast genau eine Minute, um mir zu erklären, wer du bist und was du hier tust. Ich hatte Seife in den Augen. Oh Gott, okay. Ja, haben wir schon mal für den Sexappeal in den Parts gesorgt. Tschatsching. Ha. Hast du mich etwa begafft, während ich unter der Dusche war? Was tust du auf diesem Schiff? Du siehst überhaupt nicht aus wie ein Despot. Ich bin sicher, er ist nicht von so weit hergekommen, nur um dich duschen zu sehen. Krasser Bird von dem Papageien-Ding da. Hey Corky, halt deinen großen Schnabel.
Ich hoffe, du hast eine gute Ausrede, warum du auf diesem Schiff rumschleichst. Was tust du auf diesem Schiff? Was stotterst du da so vor dich hin? Wir sind kein öffentliches Verkehrsmittel, weißt du? Lass uns ein Abkommen treffen. Wenn du mir den wertvollsten Edelstein auf diesem Schiff bringst, darfst du bleiben. Ich werde dich nicht dem Captain übergeben. Der Lagerraum ist voller Schätze. Zeig mal, was du kannst. Bist du mit dem Aufbau dieses Schiffs vertraut? Toll, ich nehme an, ich muss dir ein wenig helfen. Ist er gerade in mein Zepter gegangen oder was? Was hat er jetzt? Was? Egal, guter Corki. Gang der Gude. Und so geht die Gude ihren Gang. Geh nicht da lang. Die Piraten werden dich finden. Okay. Oh nein, da kommt jemand. Schnell, versteck dich. Du hast es verstecken. Ernsthaft? Ich geh meine Knie. Yeah. Puh, das war knapp. Auf geht's. Gott, ey. Herrlich. Ich meine, das ist ein Lagerraum, ja. Das ist ein Speicherdingsi. Aber es ist da. Die Truhe ist mit wundervollen Edelsteinen gefüllt. Nimmst du einen? Ja, okay. Hey, warte mal. Was ist denn, Corki? Denk nach, Eon. Das sind Piraten. Hast du jemals von Piraten gehört, die ihre Schätze verschenken? Die Truhe ist gesichert. Wenn sich ihr Gewicht ändert, geht der Alarm los. Versteck dich oben auf der Treppe. Die Treppe? Du hast einen falschen Schatz gefunden. Die Treppe? Ist aber unfassbar nett von dem Vogel, dass er das dann für mich extra macht, oder wie? Hey Jill, viel zu tun? Corki, ich habe keine Zeit für deine dummen Sprüche. Tut mir leid, ich wollte bloß... Das reicht. Ich werde mich bei Laramie über dich beschweren. Das ist echt clever. Ja, es wurde von Ziroas entwickelt. Er ist ein Verwandter unseres Captains und ein Gelehrter und Zauberer erster Güte. Er entwarf auch dieses Schiff. Aber lass mich dir eins sagen, mach das nochmal und es gibt Ärger. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Da du kein Zauberer bist, weiß ich nicht, was du tun könntest. Kann ich einfach das Windgewehr reinlegen? Oder den falschen Schatz? Nichts passiert. Die Truhe ist mit wunderschönen Edelsteinen gefüllt. Was machst du denn? Du willst den Alarm auslösen. Ich dachte, ich könnte mein Zepter verwenden. Das Zepter beginnt zu glühen. Nein, das war eigentlich nicht mein Gedanke, aber ist auch okay. Das Zepter speichert ein Stück Kristallerz. Ah ja. Was hast du getan? Ich dachte, je größer der Edelstein, desto besser. Ich bin sicher, die meisten Frauen würden dir zustimmen. Was ist denn das für ein Licht? Zepter. Erzkristall aus der Gude. Windjuwel vom weisen Mann des Windes. Okay, was auch immer. Jetzt muss ich also doch theoretisch jede komische Box anklicken, weil kann ja was drin sein. Ist ja supi. Genau das, was ich gerne tue. Das sind keine Türen? Doch, das sind Türen, aber sie sind nicht begehbar, nehme ich an. Naja, auch okay. Das ging ja schnell. Hast du etwas gefunden? Ja, aber ich kann dir nicht verraten, was es ist. Ich hab was, aber ich sag dir nicht was. Ich will es sehen. Das Zepter materialisiert das Erz aus einem Kristall.
Ah, was ist das? Der ist ja riesig. Ist der echt? Nicht wirklich. Er wurde durch Magie erschaffen. Kannst du nichts tun? Es tut mir leid, ich habe keine Kontrolle darüber. Na, ich kann jedenfalls nichts tun. Nun, ich werde es versuchen. Du verfügst über eine besondere Kraft. Nun, wenn du das alles kannst, bist du vielleicht nützlich. Du darfst bleiben. Und nun verrate mir, was du hier machst. Ich muss ein Mädchen retten, das in Arona von dem Zauberern des Imperiums entführt wurde. Man hat mir gesagt, dass ihr die Wangel treffen werdet und so habe ich mich an Bord geschlichen. Wer ist dieses Mädchen? Ich kenne sie nicht, aber ihr Name ist Asia. Du setzt dein Leben aufs Spiel für ein Mädchen, das du gar nicht kennst? Wer bist du denn, Prinz Charming? Klingt für mich wie ein Märchen, aber vielleicht ist es ja interessant. Versteck dich in meiner Dusche. Okay. Ich helfe dir, an Bord der Wangel zu gelangen. Doch das wird gefährlich. Übrigens, ich bin Laramie. Wie heißt du? Ich bin Eon. Danke, Laramie. Ab in die Dusche. Ab in die Dusche. Eon verfügt über magische Kräfte. Ich bin beeindruckt. Hey, Corki, wie ich hörte, hast du mit dem Alarm herumgespielt. Heute kriegst du keine Leckereien. Ah, nicht zu essen. Tierquälerei. Das ist Laramies Handtuch. Bitte nicht dran schnüffeln. Hey, was tust du da? Eine falsche Bewegung und ich werfe dich über Bord. Eon, wir erreichen gleich die Wänge. Wehe, du schnüffelst an dem Ding. Wow. Das ist ein großes Schiffi-Schiff. Macht Flieg-Flieg. Ganz toll. Schlachtschiff Wangel. Na? Oh. Leutnant, die Gude hat soeben angelegt. Es gefällt mir nicht, dass die Gude andocken konnte. Ich hab gedacht, das sind Idioten, dass sie gar nichts könnten. Wie geht es der Gefangenen? Sie will uns immer noch nichts über den Feen in Juwel verraten. Sie behauptet, sie wisse nichts darüber. Sie muss es wissen. Nur noch ein Juwel, dann haben wir alle vier und die Macht, die damit einhergeht. Sobald wir die Piraten erledigt haben, brechen wir nach Zephyr auf. Jawohl, Sir. Ich glaube, das sind die Bösen. Nur so ein Gefühl. Deck. Hier ist der Andockbereich der Wangel. Es ist niemand hier, sie überprüfen die Fracht. Ich soll auf die Gude aufpassen, während sie weg sind. Ich kann nirgendwo hin. Viel Glück, Eon. Ich hoffe, du kannst das Mädchen retten. Viel Glück, Eon. Krack. Box, Box. Tür. Ja. Andere Tür, die wieder da reinführt, nehme ich an. Ja. Ausgezeichnet. Kann man... Nein, kann man nicht. Große Frage, die sich bei sowas immer stellt. Ne? Kann man oder kann man nicht darunter fallen? Die Antwort ist diesmal nein, geht nicht. Und ja, jetzt bin ich paranoid und klicke jede verdammte Box an. Kann ich mich bestimmt später verstecken. So, ah nein, da kommt einer. Da brauche ich auf einmal keine Erlaubnis für. Nicht meinen Schlüssel brauche ich dafür. Was mummeln? Edelsteine bekommen, Anzahl 80. Da habe ich gefunden ein paar Murmeln. Da hat wohl nicht mehr jemand seine ganzen Murmeln bei Sam. Ah.
sehr synchron am Laufen. Die Verbindung zum Access Point wurde getrennt. Ist egal. Gang der Vangel. Da kommen wir nicht rein. Da kämen wir rein. Da kommen wir nicht rein. Na gut. No. Yeah. Yeah. Geschlagener Feind Fugi. Armer Fugi. Und bewacht hat er nichts. Aber ja, da seht ihr, dass Onimaru macht jetzt Kämpfe relativ simpel. Die Sache, warum ich damit einverstanden bin, sowas zu benutzen, ist halt auch relativ simpel, weil die Kämpfe die Kämpfe geben keine Erfahrungspunkte oder sonst was. Die Kämpfe sind einfach nur da, um zu nerven. Insofern, ja, habe ich kein Problem damit, mir einfach sowas anzueignen. Am Fahrstuhl befinden sich zwei Knöpfe hoch und runter. Ja, schön. Verstehe nicht irgendwelche Zahlen, nein. Außerdem, das ist runter, das ist hoch. Da, wo bin ich dann? Auf 1? Naja, egal. Einfach mal eine Runde fahren, das wird schon. Sehr abgefahren. Zweite Brücke. Ich war auf 0, ne? Also gar kein 1, sondern... Ha, naja. Wer bist du? Was tust du hier? Oh mein Gott. Geschlagener Feind, Soldat. Tut mir leid, Soldat. Was man natürlich jetzt nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass ich nicht unsterblich bin dadurch. Ne? Also nur weil ich Gegner relativ gut umknüppeln kann, heißt das nicht, dass ich alles... alles so... wegstecke sozusagen, ne? Aber ein Geist spricht durch den Kristall zu dir. Möchtest du speichern? Nein. Also noch nicht. Wir werden gleich den Part hier beenden, aber wenn... Das sieht so nach, hier geht's weiter aus. Das ist schon mal ganz nett. Heißt aber auch für mich gleichzeitig, geh doch mal den anderen Krams angucken. Getrocknete Kräuter, die nicht mal gebraten sind. Kommt mir das nur so vor, da klingt gebratene Kräuter auch irgendwie mega... Ja, nicht eklig, aber irgendwie so... So ein bisschen so nach dem Motto, das sollte nicht existieren oder zumindest keine Speise sein. Also nur Kräuter? Keine Ahnung. Naja. Ah nein. Wer ist da? Ich komme mal näher, um ihn dann zu sehen. Also, dich kenne ich nicht. Müsste mal lernen, wie geht Blocken? L1? Nee, er ist schon tot. Ich wollte gerade sagen, ich mache eine Bewegung, aber... Du hast den Schlüssel für die Gefängniszelle bekommen. Oh, nice. Auch beim nächsten Mal wird sich Eon wieder in die Abenteuer hineinstürzen. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video, kommentiert das Ganze und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn es gibt täglich neue Videos für euch zu entdecken oder die ganzen alten Projekte anzusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auch beim nächsten Mal wird sich Eon wieder in die Abenteuer hineinstürzen. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video, kommentiert das Ganze und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn es gibt täglich neue Videos für euch zu entdecken oder die ganzen alten Projekte anzusehen. Macht's gut,
Bis zum nächsten Mal.